So, lange still gewesen, hatte viel zu tun die Woche, gab recht viel zu tun, sind immer noch alle im Homeoffice, daher machen wir mal den B-Weekly hier weiter und fassen das Ganze dann natürlich in einer Episode zusammen. Ein Mitarbeiter ist wieder zurück, der war leider 3 Wochen oder ist 3 Wochen ausgefallen, ist aber alles gut, alles fein, sehr ungünstig ausgefallen direkt, als die Krise so richtig ausgebrochen ist, dann war er weg, hatte ich recht. 100 Stunden die Woche sicherlich gemacht, aber er ist wieder da und jetzt wird noch ein bisschen Orga-Kram erledigt. Dann kann er mir auch wieder viel abnehmen und ich wollte mal ein paar Fragen beantworten. Und zwar wurde zu diesem B-Weekly relativ viel gefragt, wie die Geschichte überhaupt ist, wie ich sozusagen zu dem gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und das dachte ich, das nehme ich mir mal einfach als Thema. Ich gehe auch gleich nochmal drauf ein, was so update-mäßig passiert ist in der Firma. Aber erstmal zur Geschichte, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Also, ich habe vor, keine Ahnung, wie viele Jahre es schon ist, im Abi jedenfalls angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich mich selbst, oder nicht selbstständig machen kann, aber wie ich Geld verdienen kann nebenbei. Also, es ging im Abi los. Und so richtig konkret ging es los. Ich war mit einem Kollegen, der hat Zeitung ausgetragen mit und habe festgestellt, ist überhaupt nicht meins. Es war mitten im Winter, war schweinekalt. Und ja, habe ich dann gesagt, nee. Bin dann mitten im Winter dann irgendwie in eine Sparkasse gegangen, weil es da schön warm war, hab nochmal überlegt, ob das irgendwie was Cooles ist, hab gesagt, nee, sorry, ich gehe jetzt erstmal nach Hause, bin dann nachts um 4 nach Hause gegangen und hab mir dann Gedanken gemacht, was kann ich machen. Und ja, dann habe ich überlegt, ja, vielleicht irgendwas im Internet, hängt ja auch viel vom Rechner. Und bin dann auf Affiliate Marketing gekommen. Das ist so ein bisschen mein Einstieg gewesen. Und zwar hatte ich da so ein eigenes Projekt zumindest probiert, hat gar nicht geklappt, ja, habe es nicht richtig verstanden. Aber was ich verstanden habe, dass man Leute von Google einkaufen kann. Ja, das hat auch gut funktioniert. Auf der einen Seite natürlich schade jetzt im Nachgang, dass ich dieses Affiliate-Thema nicht so richtig durchschaut habe. Aber ist halt so, wie es ist. Ich habe verstanden, man kann über Google Leute einkaufen. Und dann habe ich gesehen, das machen ja auch schon viele. Vielleicht gibt es ja unter diesen Firmen Personen, die das gerne abgeben, weil die was anderes besser können. Ja, ich war da sehr selbstbewusst, dachte so, so schwer ist das gar nicht, das kriegst du ganz gut hin. Ja, und dann kam ich so zu meinem ersten Online-Shop, den ich dann Ende des Abiturs bzw. während des Studiums betreut habe. Und das hat sich dann immer weiter vergrößert, also immer mehr Kunden kamen dazu. Und so konnte ich letztendlich, ich sag mal, während des Studiums mir schon erste Kunden aufbauen, was dann am Ende des Studiums entspannter war für die Entscheidung, was mache ich jetzt? Selbstständig, komplett oder angestellt? Ja, ich habe mich dann für 100% selbstständig entschieden. Heißt also auch im Umkehrschluss, ich war noch nie irgendwo angestellt. Und ja, bin dann in die Selbstständigkeit einfach reingestellt und habe weiter Kunden gesucht. Und das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Ja, also gute Arbeit spricht sich auch rum. Über Empfehlungen und so weiter kamen dann auch mehrere Kunden. Dann hat man auch mal wieder einen verloren oder so, wo es einfach nicht geklappt hat. Und parallel habe ich weiter Google Analytics mir angeeignet. Dadurch hatte ich eine ganz gute Basis und auch Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen, die sich halt zum Beispiel nur auf Google Ads spezialisiert haben oder AdWords. Weil ich konnte immer noch die Analytik damit reinziehen und dort auch noch helfen. Ja, und wenn man das halt letztendlich lang genug macht, dann sammeln sich halt so Kunden, Aufträge, Projekte, Anfragen und so weiter. Es wird immer spannender. Und irgendwann habe ich gemerkt, immer alleine sein ist eigentlich sehr, sehr gefährlich. Besonders dann, wenn man mal im Urlaub ist oder mal krank sein sollte oder sowas. Das war dann immer einfach viel zu anstrengend. Und deswegen hatte ich dann irgendwann angefangen zu schauen, dass ich auch Mitarbeiter finde. Und habe ich. Mit denen arbeite ich auch sehr, sehr eng zusammen. Die lernen meine Methoden, meine Vorgehensweise, wie ich denke und wie ich an die Themen rangehe. Und ja, das war, hat einfach gut funktioniert. Ist aber trotzdem so, dass es hier, da wo ich wohne, ja, dass die Mitarbeiter nicht wie Sand am Meer gibt, gibt es ja sowieso nicht. Daher haben wir eigentlich eine spezielle Positionierung. Ja. So kam das dann halt zu dem, wo es jetzt gerade ist. YouTube habe ich irgendwann angefangen als Hobby, weil ich mal früher Regie eigentlich studieren wollte. Und habe ich ja nicht gemacht, aber jetzt kann ich irgendwie das verbinden, was mir Spaß macht. Und mit Philipp, dem Videografen, ist es nun uns auch möglich, für Kunden Videoaufträge zu machen. Haben wir auch schon gemacht.
macht auch super viel Spaß, funktioniert auch interessanterweise ganz gut. Ist ja immer so ein Experiment, aber so entwickelt sich das Ganze halt immer weiter. Ja, das zur Geschichte. Jetzt nochmal vielleicht zur letzten Woche. War ja wieder Homeoffice, immer noch alles sehr reduziert. Es kommen langsam wieder Anfragen rein. Ja, also ganz positiv, müssen wir mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Aber ja, ist einiges noch ungewiss. Schauen wir mal. Also, guten Start in die Woche. Dann noch, wie die 2 Wochen waren. Anstrengend, super, super anstrengend. Aber was gut ist, es kommen so langsam wieder mehr Anfragen rein. Also das Tief ist überwunden. Bin jetzt, glaube ich, so bei durchschnittlich einer Anfrage wieder am Tag. Ist okay. Und sonst Kundenprojekte gehen trotzdem voran. Einige Sachen werden wieder hochgefahren, andere sind noch pausiert und so weiter. Naja. Im Übrigen jetzt 20.000 Abos auf dem Kanal.